Na dann, Freunde, willkommen zurück zu NES Remix. Das sitzt dann zwei Parts länger als, keine Ahnung, als 3 Stunden. Also ich sitze jetzt hier bestimmt schon 3 Stunden wieder, wenn ich nachgucken würde, wie viel Zeit ich verbraucht habe, um jetzt hier überall Shiny nachzuholen. Aber wir haben bis jetzt in Super Mario Bros. Überall Shiny. Und da es ja nur noch 3 Level sind, würde ich sagen, dieses Mal ist es das Finale. Part 13, die Unglückszahl, beendet das Unglücksspiel. Schnappe dir den One-Up. Okay, ich sehe keinen. Ich sehe keinen One-Up-Bild. Okay. Schnapp den One-Up-Pilz. Ich glaube, hier sehe ich ihn. War eigentlich klar. Wo denn auch sonst? Das ist jetzt die ganze Zeit so ein... Schnapp dir den One-Up-Pilz. Ja, du mich auch, ne? Ja, schön noch hinauszögern, indem wir ihn in die andere Richtung rennen lassen. Ja, es ist schön. So, das erste Mal nur zum Merken. Wer der Hell ist hier ein One-Up-Pilz? Ah. Dankeschön. Ah, jetzt wollte ich mich gerade umbringen lassen, dann sammle ich den aus Versehen ein. Scheiße halt, ne? Ja, da ist er bestimmt da unten, ne? Meiner! Und zu guter Letzt schnapp den One-Up-Pilz in 8-2. Ja, den kenne ich auswendig. Fuck! Wir sind nicht in der Super Nintendo-Version, wir sind hier in der NES Edition, deswegen auch NES Remix. Ach, fu. Ey Leute, zweiter Teil von NES Remix, Alter, der wird übel, da ist er mit der Lost Levels dabei, ne? Weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber... Ich finde das krass. Okay, das letzte ist echt nochmal ein bisschen schwer, aber... Ah. 2 Sterne, ich hasse dich auch, Spiel. Ich hasse dich auch. So. War ja jetzt nur zum Angucken, ich würde sagen, nochmal. So, wo waren wir jetzt hier nochmal? Boah. Aber hier ist es ja egal. Hier kann ich restarten. Boah, hier muss ich mir jetzt alle merken. Jeden Aufenthaltsort des Kackpilzes. Ne? Übel. 92, weiter geht's. ...1,94, weiter geht's. Also ich sage immer die Zeit, die wir gerade oben haben. 2,9. Okay, hier weiß ich ja jetzt auch zum Glück, wo er ist. Dann müsste ich ihn auch nur noch rechtzeitig bekommen. Dann ist es auch nicht so schwer. Yay. Bis jetzt nichts Schwieriges dabei. Yay! Und zu guter Letzt 8-2. Nochmal. Aber doch, das lief! 31,5. Immer noch kein Shiny. Hasse dich auch, Spiel. Aber wir haben ja einen ganzen Part Zeit. 20 Minuten haben wir für das Level Zeit hier auf Shiny. Irgendwann wird es wohl klappen. Ach so. Aber trotzdem wäre mir früher lieber. Desto schneller, desto besser. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit verschwendet, muss ich sagen. Und auch ein bisschen unnötig Zeit. Hier auch jetzt eine Sekunde unnötig. Also so eine Sekunde in-game. Hier begehe ich Suizid, weil... Alter, den muss ich direkt erwischen. Den muss ich abfangen können. Ja, genau so. Muss ich den nicht nervig nachrennen. Wenn man den immer schön abfängt, dann
ist es toll. Ist es spitze, ist es ein... Ah, was war das denn jetzt? Komm, wenn dann schon ein schöner Try, please. Jetzt finde ich den Block nicht mehr. Lol. Geht das? Kann man das so lassen? Ich hoffe. Leck mich doch am Arsch! Scheiß Koopa! Ach, die letzte Mission. Von Super Mario Bros. Meiner. Und damit haben wir vielleicht ein bisschen was gespart. Ich weiß es nicht. Mal gucken. 30-1. Ja doch, oder? Ja, sehr schön. 5 Minuten, wenn das so weitergeht. Bei den letzten 2 Missionen, dann bin ich recht einverstanden mit 15 Minuten. Dann Super Mario Bros. Beendet. Okay, weiter geht's. Sammle alle Münzen, bevor die Zeit abläuft. Wow. Okay. Wow. Doch bitte sind da jetzt nicht die ganze Zeit solche Shit-Passagen. Das ist Bullshit, ist das. Leute? Können wir die Erfinder töten? Hä? Ich komm da nicht rein? Mario ist zu fett? Zu viel aus der Spaghetti? Gefressen? Und dabei sieht er in den Teilen noch gar nicht mal so fett aus, ne? Alle Münzen, ja wo? Ach, die. Lol, da unten auch. Gut. Ach Gott. Nein! Fuck. Was? Was? So ein kranker Bullshit gegen Ende, aber ich hab's. 24-8, komm, Shiny. Sehr schön. Golf freigespielt, cool. Naja, mehr oder weniger. Das Spiel ist jetzt nicht so toll. 16:01. Sorry. 7 Level bei Golf. Können wir uns ja demnächst an neue Level, Minispiele setzen. Nach dem Finale von Super Mario Brothers. Hol dir den Superpilz. Ach, lass mich raten. Seht ihr, wie viel das jetzt ist hier seitlich? Ah, ich dachte jetzt die ganze Zeit, hol dir den Superpilz, aber dem ist nicht so. Yay. Welt 4 ist ganz hinten, ne? Gut. Das ist doch schon schwer genug. La 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 la. Boah, da habe ich mich geil dran gehängt, ne? Müsst ihr schon sagen. Klettere die Ranke. Ach, jetzt kommt das gesamte Spiel nochmal, okay. I know, I know, I know. Komm. Kitschien. Warte dich in Welt 8. Ja, den Warp kenne ich, die Warp-Zone. Deswegen weiß ich auch, dass jetzt das gesamte Spiel wahrscheinlich nochmal kommt. Ja, 8-1. Aber ich bin zu schlecht und der erste Fail in 8-1. So wäre es in meinem Let's Play auch gegangen. Erster Fail in Welt 8-1. Welt 8-2 vielleicht durch Glück geschafft. Lol, Kacknoob.
Alter! Okay, jetzt reicht's. Hallo? Ist doch nicht wahr, oder? Leute? Wahrscheinlich sind wir jetzt gleich wieder groß. Oder passt sich das an? Ja, wir sind wieder groß. Das ist eigentlich recht easy going, wenn man weiß, dass man hier wirklich mehr oder weniger fast alle drüber springen kann. Alter, ich bin so ein Kacken-Noob, Leute. Ich drück dumm auf den A-Knopf und sterbe. Alter, das hätte ich mir im Originalspiel nie verziehen. So. Aber Bowser, der wird noch sterben. Kriege ich aber nicht hin, das sehe ich jetzt schon. Bock! Tod! Du Kacken-Noob! Du, wir haben das ganze Spiel geschafft! 1.18.9! Ja! Ja! First Try! Und ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen, aber ist mir kackegal! Geil! Dankeschön. 69 Sterne. Na dann. Wir haben wieder eine Menge Stempel gesammelt. Und ich würde sagen, wir gucken uns nun das Easter Egg an. Oh yeah, es gibt ja nämlich ein Easter Egg. Und zwar, wenn man nichts tut, dann geschieht etwas. Also, warten wir mal eben, während ich mich stumm schalte. Boah. Während ich mich stumm schalte und mich mal eben aushuste. Yay. Oder was ist das hier? Ah, nee, hier ist das. Visit Nintendo eShop. Will ya? Wollen wir? Nee. Kommt man halt in den eShop rein, wenn man das macht. So. Ist das viel? Ich glaube ja. Ich glaube, wir machen noch eine Runde Pinball. Dann gucken wir uns mal Tutorial an und dann zocken wir noch eine Runde Pinball in dem Part. Obwohl das auch mehr oder weniger so ein Glücks-NES-Game ist, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Hier bei den Missionen. Da braucht man einfach Glück. Ist ein zweigeteilter Flippertisch, aber gut, Erklärung. Geschafft! Sorry. Und ab ins erste von 6 Leveln. Das erste geht ja noch. Das sind nur 5000 Punkte. Komm. Kriegst du doch hin, oder? Lol. Kacken-Noob. Fall ich jetzt schon runter? Komm. Bin nicht so der Flipper Pro. Vielleicht merkt man's in dem, was ich hier tue. Ja, boah. Boah. Schlecht. Boah. Boah. Leute. Schlecht. Bau, bau, bau. Alter, in der Mitte durchfallen. Wisst ihr, wie geil das wäre? Direkt 1000 Punkte. Aber so haben wir ja auch 1000. Das Problem bei mir ist, ich falle irgendwie so schnell runter. Ah, cool. Nein!
Oh, cool, wir sind wir oben. Lol, direkt wieder. Ah, nee, okay. 2x5000, das finde ich schön. Und yay, wir haben es geschafft. Shiny. Nicht shiny. Hasse dich auch, Spiel. Aber ein neuer Stempel wieder. Nee, auch nicht. Okay. Aber ich habe gerade keinen Bock, irgendwas einzublenden. Und deswegen mache ich das nochmal. Versteht man ja, ne? Hallo? Behinderung? Ja, 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 yes! Also wenn das nicht shiny ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ist halt ein Lackspiel, ne? Yay! Und neuer Stempel! Mushroom. Nächstes Level. Mal gucken, vielleicht können wir die Hälfte ja noch reinpacken in dem Part. Decke zwei Karten auf. Machen wir, machen wir. Komm. Das dauert jetzt sicher ewig. Das sehe ich jetzt schon. Lol. Highspeed-Schuss. Lol. Das ging flott. Yay. 13, 14, 15. Und direkt weiter mit Pinball. Leicht. Aber jetzt müssen wir sie selbst runterholen, ist jetzt das Problem. Fuck. Wie befreit man die denn eigentlich? Jetzt ist sehr viel pink, jetzt ist sehr viel blau. Versteh's nicht. Wann kommt denn die runter? Hä? Versteh ich nicht. Nach Orange kommt Blau. Ja doch, das ging jetzt. Das dürfte auch shiny sein. Und 17,3 ist doch shiny, oder? Ja, perfekt! Ja doch, Pinball halt, ne? Geil! Und ich würde sagen, ein Level geht sich noch aus, also dann rein geht's! Och Gott, nee, das wird schwer. Ja, war klar, dass ich das verkack. Da darfst du nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Normal. So kommt's nicht mal hoch. LOL! Na komm. Wie geht denn das? Am besten. Ja, geil, kommt nicht mal hoch. So. Ist doch ein perfekter Schuss, oder? Nee. Spiel denkt anders. Spiel hat immer recht. Aber Spiel denkt richtig.
Und damit haben wir Pinball zu, 75% oder mehr gelöst. Cool. Wenn ich den Part jetzt noch ein bisschen strecken würde, könnten wir sogar abschließen, aber doch. Komm, die 240, das ist muss knacke die. Okay. Kriegen wir hin. Was ohne die. Ach, die Flipper-Dinger sieht man nicht. Gut. Der ist eh verkackt, ne, wenn das da drüben runterfällt. Was will ich denn tun, wenn das da runterfällt, ne? Ist es halt auch. Yay, komm hoch da mit dir, Ball. Hallo. Kacknoob, Ball. Alter, der Ball regt einen auf. Und dann fällt ja auch immer nur auf die 500er Lücke. So ein behinderter Ball. Ja, du mich auch, Ball. Aber wir haben es fast. Komm. Yes! Ist das shiny? Muss, oder? Nee, ist glaube ich nicht, oder? Ja, war klar. Ein Blooper. Aber shiny will ich noch machen. Davor geht ihr mir nicht. Nicht husten, genau. Davor geht er mir nicht husten. Ganz klar. LOL! 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 Hallo! Das dauert mir doch schon wieder zu lange. Als ob das jetzt hier shiny ist, ne? Nee. Restart. Ja, war eh klar. Wieso soll es auch mal klappen? Kommt total aufs Glück an auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo der Ball durch. Boah, what the fuck? Episch. Wisst ihr was? Das schließen wir in dem Part noch ab. Komm. Stretchen wir den Part ein bisschen mit 6-6. Lass die Seehunde tanzen. Lol. Verkackt. LOL, verkackt. Ich verstehe gerade nicht, wie ich darüber kommen soll, so schnell auf die andere Seite. Der Ball fliegt ja auch so doof, wenn ich den anstups. LOL, so ein Noob. Ha. Perfekt geschossen, das muss man schon mir lassen. Jetzt hätte nur das Ding da nicht im Weg sein müssen, dann wäre er durchgekommen. Das ist auch wieder Glückssache. Ja, lol. Glück ist aber gerade nicht auf meiner Seite. Ja, nein. Nein! Ach komm, was soll denn jetzt der Shit?
kommen. Das ist doch Bullshit. Wisst ihr was, das gucke ich nach, wie man das jetzt am schnellsten machen kann. NES Remix Pinball. Ja. Und das war das letzte, bitte. So, dann zeig mal. Masked Seals Dance. Okay. Wenn das wirklich klappt, ne? Dann geil. Boah, man muss hier wirklich perfektes Timing haben, ne? Übel. Übel. Nee, wartet mal, ich guck mir mal an, das Timing. Okay. Er lässt den noch ein bisschen drauf tanzen auf den Teil. Komm. Fast. Fast. Wie knapp war das denn jetzt? Das war schlecht wiederum. Das war richtig schlecht. Och komm. Einfach oben durch, mehr will ich nicht. Ja, genau so. Und dann bleibt die Seehunde mal tanzen, ne? Yay! Und damit ist Pinball complete! Und ich hoffe, euch hat der halbe Stunden-Part gefallen, in dem wir einiges erreicht haben. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit NES Remix. Bis dann und tschüss.